Dieser Film gibt maximal den Hauch einer Idee davon, was wir auf der Toten Hosen Tour in Argentinien erlebt haben. Heute ist der 18.10.2022. Wir befinden uns gerade am Flughafen in Frankfurt und wir fliegen weg. Und zwar der hier. Hallo, ich bin der Andi. Der hier. Und die alle. Die kenne ich nicht. Egal. Wir trinken jedes Bier fast aus. Hat aber noch nicht gesagt, wo es hingeht. Das steht im Videotitel, Alter. So, wir haben es geschafft. Wir sind in Buenos Aires gelandet. Die Koffer sind da, das Blut fließt langsam wieder in die Beine. Und das hier hinter mir ist der Flughafen. Und wir hatten gerade schon die erste lustige Geschichte erlebt. Die Einreisekontrolle, die hat uns nämlich ebenfalls mit ihrem Totenhosen-Ticket für übermorgen empfangen. Und hatte Totenhose auf dem Handy laufen. 3 hours later. So, ihr Lieben, wir sind angekommen in Buenos Aires. Von Haustür zu Haustür haben wir ungefähr 30 Stunden gebraucht. Und das ist unser schönes Zimmer. Ich habe auch als erstes, war natürlich auch meine Idee, der Unterberg ausgepackt für alle. Und wir haben Unterberg getrunken. Ja. Alles auf meinem Mist. So, ich zeige euch jetzt noch die Toilette. Dann. Wir sind jetzt in einem Restaurant gelandet, haben uns jeder ein kleines Bierchen bestellt. Ein ganz kleines. Leck mich am Arsch, ey. Wir sehen Germans direkt am Arsch. Direkt der ganze Mars. Wir trinken jedes Bierfass aus. Einen wunderschönen guten Morgen aus Buenos Aires. Wir waren gerade bei der Western Union, haben Geld eingetauscht. Was ihr hier seht, sieht viel aus und ist es auch. Das hier sind ungefähr 80.000 argentinische Pesos, was umgerechnet ungefähr 300 Euro sind. Andi, was machen wir jetzt mit dem Geld? Wir sind am nächsten Touri-Hotspot. Phil, hast du eigentlich schon mal Eintritt für einen Friedhof bezahlt? Tatsächlich nicht, nee. Nee, ich auch nicht, aber ich war auch noch nie auf so einem Friedhof. Das ist schon krass, ne? Das sieht aus wie eine eigene Stadt, finde ich. Ja. Ich meine, das ist halt die Stadt der Toten. 1789. So lange steht das hier schon. Das ist ja krass. Sieht doch so modern aus. Da hinter uns ist der Friedhof, die Stimmung war sehr bedrückend. Uns ist aufgefallen, dass wir schon lange unseren Pilsettenhaushalt nicht mehr aufgefüllt haben. Und Andi, nur noch eine Paddel heute. Eine Paddel noch, dann ist Schluss. Und noch eine Pilsette. Das ganze Ding hier? Ja, und wieder gibt es neue Pilsetten. Uns wurde gerade gesagt, dass der Kiosk fast leer gekauft ist. Das habe ich schon vor einer halben Stunde angekündigt. Haben Sie alles geschafft? Alles! Alles! Ich muss schließen meinen Laden. Ah. Wir trinken. Yeah, das Bier fast aus. Muchas gracias, de Pilsetos. El grande Pilsetos. Ist das heute noch scheißegal? Viva!
Konzert meines Lebens. Ohne Scheiß. Jetzt mal Spaß beiseite, war das jetzt irgendjemand bei Pilzetten, ey? Leck mich am Arsch, was war das denn? Verdammt nochmal, gute Hosencover. Wir haben gestern noch nicht mal verarbeitet, aber neuer Tag, neues Glück. Wir schauen jetzt mal in eine große Bücherei rein. It hurts to know not the one you care for. Wir haben die Typen und Mädels vom Flughafen wieder gefunden. Guck mal, Chantal ist wieder da. Und jetzt gibt es wieder Pilsetten. Wer hätte das gedacht? So, da sind wir. Das Estadio Obras in Buenos Aires. Und das ist heute mein vierter Totenhosen-Länderpunkt. Ich habe die Hosen jetzt in Deutschland gesehen, in der Schweiz, in Polen und heute in Argentinien. Ein Traum wird wahr. Una
keine Stimme mehr. So, wir sind zurück. Fazit, erster Abend. War geil. Aber wir glauben, da ist noch Luft nach oben. Der Freitag ist für heute beendet. Ein paar Pilsen können wir noch trinken, oder? Ja, machen wir nur, ja. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Gestern war schon mal ein schöner Start auf dem Toten Hosen Konzert. Wie ihr seht, die Stimmen leiden schon runter. Und stimmt doch überhaupt gar nicht. Fühl ich überhaupt nicht. Was machst du da? Ich kratze meinen Rücken mit meinem Rückenkratzer. Ich merke es auch, dass ich da mitgebracht Wohlstand. Ich gönne mir jetzt schon meine Frühstückspinsette. 12 seconds later. Wir machen jetzt heute mal eine ganz neue Erfahrung. Wir fahren das erste Mal auf diesem Kontinent Bus und Bahn, weil die Fahrt umgerechnet ungefähr 10 Cent für uns kostet. Liebe KVB, davon könnt ihr euch mal eine Scheibe abschneiden. John, steigst du aus und Party hier. Da vorne ist das Estadio Obras. Ich bin mit der Pilsette ausgestattet. Ich würde sagen, Toten Hosen Runde 2. Oh yeah! Oh nein. Du hältst nichts von meinen Freunden, ich kann deine nicht verstehen. Kein Wunder, dass man uns so gut wie nie zusammen sieht. Wir werden niemals einer Meinung sein, wenn sich's nur ums Wetter dreht. Frag mich nicht, warum ich brauche dich. Reicht uns der ganze Streit, um aufeinander loszugehen. Und hab ich die Medikamente von meiner üblen Verstopfung bekommen, das war auch krass. Hallo. Hallo. Hier. Was hast du mir denn da mitgebracht? Fernand Branca. Er meint das sehr gut mit uns. Dass er nicht durchsichtig ist, ist alles. Ich habe den Fehler gemacht, ihm vorher Trinkgeld zu geben, das kann ich mir auch hören. Hier, lass es dir schmecken. Delicious. Boah! Macht dank neuer Rezeptur jetzt nur noch auf einem Auge blind. Los Pilsetos. Yeah! Ich bin auf allen Ebenen befriedigt. Möchte nur noch sagen, der Samstag ist für heute beendet. Und ich würde sagen, kauft mein scheiß Buch. So, liebe Leute, nächste Kulturhaltestelle. Heute sind wir in La Boca und es hat nur 1,5 Stunden gebraucht, bis wir hergekommen sind, weil am Sonntag einfach keine Uber fahren. Naja, aber wir haben es trotzdem hierher geschafft. Hat zwar gedauert, aber jetzt gibt's schöne Schnittbilder von La Boca. Hallo Argentina.
Das du wirst nicht kriegen, das du wirst nicht kriegen, la 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 la. Aber einmal erbrechen auf Käfig und er hat gekriegt. I don't know what you want, but maybe what you need. Dancing in the street, feeling very free. Gibt's jetzt Straßenpilsätze? Straßenpilsätze. Wir trinken jedes Bier fast aus. I don't know who you are, but maybe what you be. Listen to my whisper, close your eyes and scream. We don't need the star, Beatles or the Stones. Also wie wir gerade schon sagten, wir sind jetzt im Beer Live. Und Beer Live klingt ja auch so ein bisschen nicht so deutsch eigentlich, nur so halb. Ich glaube, übersetzt bedeutet das einfach Pilsettenleben. Und die schrauben wir uns jetzt rein. Prost, wir trinken jedes Bierfass aus. 20 minutes later. Habe ich meine Verstopfung damit in den Griff bekommen. Guck mal hier, Alkoholgel. Los! Ich habe mich nicht jetzt in den letzten 8 Stunden Cola getrunken. Neuer Tag, neues Glück. Ich habe ja, glaube ich, schon mal gesagt, dass diese Argentinienreise und die Toten Hosen hier in Argentinien mal live zu sehen, dass es einer meiner Lebensträume war. Um mir davon ein Stück mitzunehmen und zu behalten, habe ich mir heute einen Termin bei Nico gemacht. Hallo. Und ich, werde mir da gleich was Schönes stechen lassen zur Erinnerung. An die möchte Phils Kopf auf dem Rücken haben. Nein, im Gesicht. Sein Gesicht auf mein Gesicht hätten. Einfach aber drüber sowas. Na schön, dann will ich mir mal ein kleines Schweinchen Laser schlachten. Wieder mal ein neuer Tag, ein neues Abenteuer. Heute sind wir zu Marios Gartenparty eingeladen. Wir wissen nicht, wer Mario ist, aber er wohnt 60 Kilometer von hier entfernt und er hat alle Deutschen im Land zu seiner Gartenparty eingeladen und da fahren wir jetzt hin. Es wird wundervoll. Ich freue mich auf Mario und auf Das ist Marios Gartenparty hier. Prost, Kinders. Prost. Du mit deinem holländischen Rahmenkissen.
Währenddessen bei der Lesung von Campino. Con toda la rutina de un hombre maduro. Das ist das Land, in dem so viele schweigen, wenn die Nazis auf die Straße gehen, um der ganzen Welt und sich selbst zu beweisen, dass die Deutschen wieder die Deutschen sind. Es ist doch mein Land und dein Ruf ist sowieso schon ruiniert. Viva la Revolution, viva la Revolution, viva zurück in der Halle der superbesten Freunde, also bei Mario. Das ist Mario, unser Gastgeber. Wir sind ihm sehr dankbar, dass er heute hier uns eingeladen hat. Mario, möchtest du ein Schlusswort sagen zu der Party heute und was du den Toten Hosen Fans in Deutschland sagen möchtest? Faltan pocas horas para que termine la fiesta. La hemos pasado muy lindo con las bandas que han tocado. Están todos en Alemania invitados a venir a casa. Son amigos, son gente de corazón. Así que acá se viene a disfrutar y a pasar un lindo día. Les agradezco a todos los que han venido, los que lo van a ver allá en Alemania, los que ya han venido anteriormente y los que le quedan por venir. Así que hay gente que falta venir a La Plata. Los espero en la próxima. No falten. I don't understand a word, but thank you that we could be your guest. Thank you for you. Wir sagen gracias, Mario. 10 Stunden später, Pokoflubi. Hoi. Was passiert als nächstes? Als nächstes spielen die Toten Hosen. Das ist ganz gut, habe ich gehört, ne? Ja, sau gut, die Fenster. Das ist der Kerl, der mich gestern gestochen hat. Ja, er hat ihn gestochen, das war richtig. Schalten wir mal rein. Go!
Freitag ist für heute beendet. Holla, der letzte Tag auf dieser unglaublichen Reise hat jetzt für uns angefangen. Ich bin so komplett reizüberflutet von diesen letzten Tagen. Es ist deutlich, deutlich krasser geworden, als ich es mir je erträumt habe. Wir waren gerade Steak essen, mal wieder. Steak? Steak, ja, Steak, ne? Steak. Ihr hört es, ich bin noch ein kleines bisschen erkältet. Das trifft uns alle und auch irgendwie alle Deutschen, mit denen wir gereist sind. Also richtig viele fragen gerade nach Hustensaft, nach Medikamenten, keine Ahnung. Unser letzter Tag, wir gehen jetzt heute mal in den Zoo. Dabei laufe ich schon die ganze Zeit mit zwei Affen rum. Und auf einmal sind wir mitten in der Hauptstadt, voll in dem Dschungel. Fass dir nichts an, alle Pflanzen wollen dich töten. Boy, take it! Fein, friss ihn! Fein, friss ihn! Ich habe gerade eine seltsame Statue im Zoo entdeckt. Ich glaube, das ist eine argentinische Gottheit oder sowas. Der Beschützer der Tiere und Zerstörer der PKW oder irgendwie so, ich weiß nicht genau. Mittwochabend mittlerweile. Wir sind's. Heute ist unser letzter Tag und das letzte... Totenhosenkonzert. Genau, das wollte ich sagen. Nummer 3 von 3 in Argentinien, hier ist schon gut was los. Zurück. Ich glaube, wir brauchen alle erstmal ein paar Tage Zeit, um das Ganze hier zu verarbeiten. Phil hat gerade schon gesagt, er freut sich auf sein Bett. Phil, ich habe eine schlechte Nachricht für dich. Es wird noch bis morgen Abend dauern, bis du in deinem Bett liegst. Es wird noch sehr lange dauern, ich weiß. Es wird noch sehr lange dauern. Wir sagen vielen Dank. Gracias, Argentina. Hier oben kommt ihr noch auf den Videoblog von Warschau und bis zum nächsten Mal. Stopp, 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 stopp. Hier, eure Videos aus Tandil. Mm-hmm.